herzlich willkommen, liebe Schwabensoccer-Fans, hier aus dem Volkswagen-Zentrum in Augsburg. Heute nehmen wir die Auslosung zum Weihnachtscup 2010 vor, der am 17.12. in der Kissinger Paterhalle stattfindet. Und hier bei mir begrüße ich jetzt den Herrn Reus vom Volkswagen-Zentrum Augsburg. Grüß Gott, Herr Reus. Und rechts von mir den Mario Borelli, Abteilungsleiter beim Kissinger SC. Mario, herzlich willkommen. Wir werden ein bisschen über den Weihnachtscup sprechen und natürlich über das Sponsoring Volkswagen Zentrum Augsburg zusammen mit dem Kissinger SC. Herr Reus, wie ist denn das Sponsoring mit dem Kissinger SC zustande gekommen? Ja, also der Herr Borelli ist mit seiner Firma schon längere Zeit Kunde bei uns. Und so hat sich das entwickelt und wir freuen uns, dass wir dieses Jahr als Sponsor auftreten können, um das Turnier zu unterstützen. Wir sind auch deswegen sehr froh, weil wir dieses Jahr sehr viele neue Modelle, gerade für die Familie, auf den Markt bringen, wie den neuen Caddy, den Touran, Charan und den Passat-Variant. Also das ist für uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere neuen Produkte zu präsentieren. Mario, mit dem Volkswagen-Zentrum Augsburg habt ihr ja einen namhaften Sponsor gefunden. Wie lange läuft denn die Zusammenarbeit? Ja gut, erstmal bin ich selber froh, dass das Volkswagen-Zentrum Augsburg uns die Zusage gegeben hat. Die Zusammenarbeit ist jetzt heuer das erste Mal. Ich führe jetzt zum dritten Mal den Weihnachtscup in Kissing durch und habe jetzt heuer zum ersten Mal das Volkswagen-Zentrum gewinnen können und ich hoffe, dass es denen so gefällt bei uns in Kissing, dass wir da Tradition in Kissing machen können, dass wir dann nicht jedes Jahr einen neuen Hauptsponsor suchen müssen, sondern dass wir da wirklich so wie in Friedberg, Otto, du weißt Bescheid, den Sparkassen-Cup, vielleicht, dass wir dann in Kissing den Volkswagen-Cup, Weihnachts-Cup ganz integrieren können und das jahrelang dann machen können. Aber da werden dann nach dem Turnier noch weitere Gespräche geführt werden und dann schauen wir mal. Gut, liebe Schwabensoccer-Fans, wir werden hier heute im Volkswagen-Zentrum Augsburg auch die Auslosung zum Weihnachtscup 2010 vornehmen. Es sind namhafte Mannschaften dabei, wie zum Beispiel der TSV Eindling aus der Bayernliga, der FC Stetzling, BC Eichach, TSV Gasthofen aus der Landesliga, Traditionsverein TSV Schwaben Augsburg, der SV Mehring, der in der Bezirksliga für Furore sorgt, der TSV Hornstetten in der Kreisliga und der TSV Friedberg ist noch zu erwähnen. Mario, ein namhaftes Teilnehmerfeld ist wieder zusammengekommen. Ihr erwartet euch sicherlich eine volle Hütte am 17.12. Ja, na klar erwarten wir unsere volle Hütte in Kissing. Das ist das erste Turnier im Landkreis, wo gespielt wird für die Wintersaison. Nicht ganz zu vergessen, auch der FV Sontheim aus dem Baden-Württembergischen, unsere Freunde, wo eine sehr starke Mannschaft aufbietet, wo erfahren sind in der Halle. Die haben vor ein paar Jahren noch in der Landesliga gespielt in Baden-Württemberg. Die haben wir heuer auch noch dazu gewinnen können. Aber wie gesagt, wir haben letztes Jahr 300 Zuschauer gehabt. Dieser durch die Zusage von Eindling mit der ersten Mannschaft, Gersthofen mit der ersten Mannschaft. Da hoffe ich zwischen 400 und 500 Zuschauer bei uns in der Parthalle zu begrüßen. Und vielleicht wird es auch jedes Jahr mehr. Also bei uns, es gehen 1000 Zuschauer rein, vielleicht wird die Hütte auch voll, aber das sind Utopien. Schauen wir mal. Ich schätze, mit 400, 500 Zuschauer wäre ich hochzufrieden. Denke unser Werbepartner auch, wenn wir da mit 400, 500 Zuschauer rechnen können. Aber wir gehen jetzt voll in die Werbung und dann werden wir uns überraschen lassen. Ja, Herr Reus, zu Ihnen nochmal als Hauptsponsor Volkswagen Zentrum Augsburg. Können sich die Zuschauer vor Ort am 17.12. auf den ein oder anderen tollen Wagen zum Anfassen, zum Reinsitzen, zum Ausprobieren freuen? Ja, wir werden auf alle Fälle mehrere Fahrzeuge vor Ort haben, dass man sie auch mal in die Fahrzeuge reinsetzen kann und die neuen Modelle ganz aktuell genießen kann. Ja, und das ist, wie gesagt, nochmal für uns ein ganz wichtiger Faktor, weil gerade für den Breitensport, auch für Familien, sind es genau die richtigen Fahrzeuge, um in die neue Saison zu starten. Ja, dann können sich die Zuschauer nicht nur auf tollen Fußball, sondern auch auf tolle Autos am 17.12. freuen. Und jetzt im Anschluss an dieses Gespräch findet dann die Auslosung, die offizielle, statt. Und bis dahin danke, Herr Reus vom Volkswagen-Zentrum Augsburg, sowie danke Mario Borelli als Ausrichter und wir freuen uns dann auf den 17.12. in Kissing.